Chunhyang-chon ist die beliebteste Liebesgeschichte der Koreaner und wird daher Koreas Romeo und Julia genannt. In Namwon trifft Chunhyang die Tochter einer pensionierten Giseng, in Gwanghwan-do auf dem Weg zum Schaukeln den Sohn des Gebietsverwalters, Lee Mong-yong, und die beiden verloben sich und versprechen, das ganze Leben zusammen zu verbringen. Während ihre geheime Liebe trotz ihrem unterschiedlichen sozialen Status weiter wächst, muss Lee Mong-yong sich trennen, um seine Familie, die nach Seoul zieht, zu folgen, und die zwei müssen sich trennen. In der Zwischenzeit fängt ein neuer Gebietsverwalter die Arbeit an und schikaniert die Bewohner. Er verliebt sich in Chunhyangs Schönheit, benutzt seine Macht und zwingt sie zum Beischlaf mit ihm. Chunhyang weist die Avancen des Gebietsverwalters stets ab, wird dafür aber mit dem Gefängnis bis zu ihrem Tod bedroht. Zu dieser Zeit, nach der bestandenen Staatsprüfung zu einem der höchsten Spitzenbeamten, kehrt Lee Mong-yong als geheimer königlicher Inspektor namens Amheng Usa in das Dorf zurück, bestraft den Gouverneur und rettet die Verurteilte Chunhyang und lebt glücklich mit ihr bis ans Ende ihrer Tage. Diese Erzählung hat eine große Bedeutung in der koreanischen Literatur, da sie die erste Liebesgeschichte ist, die den sozialen Status in der Joseon-Ära, in welcher strikte Gesellschaftsklassen bestanden, überwand. Der Autor und das Erscheinungsdatum dieser Geschichte sind unbekannt und sie wurde durch Mundüberlieferung der einfachen Leute weitergegeben und in der späten Joseon-Ära schriftlich festgehalten. Seitdem hat Chunhyang-chon verschiedene Einflüsse erfahren und neue Elemente hinzubekommen, sodass es bis heute nicht an Lebenskraft verloren hat und in vielen verschiedenen Genres, einschließlich Theaterstücken, Filmen, Dramen, Opern, Musicals etc. fortwährend besteht. In Chunhyangs Heimatstadt Gwanghwan-do in Namwon, dem südlichen Teil Jeollado-s, wird jedes Jahr im April das Chunhyang-jae-Fest gefeiert, bei dem man traditionelle koreanische Kultur erfahren kann und Theaterstücke aufgeführt werden. Bei dem Schönheitswettbewerb Miss Chunhyang wird eine traditionelle koreanische Schönheitskönigin gewählt. Es ist das größte Fest seiner Art mit einem speziell gewählten Thema. Eine neue Liebe basiert auf dem davor vorhandenen Pansori Liebe, in dem von der ersten süßen Liebe geflüstert und gesungen wird, wie Chunhyang und Lee Mong-yong sich das erste Mal in Gwanghwan-do treffen und Herzklopfen haben.